lass mich doch bitte mal alle in Ruhe jetzt, echt. Mein Vater hatte eine Rollmops-Farm in Lübeck. Ach. Rollmops-Rolf. Rollmops-Rolf, Import-Export, der ist Milliardär damit geworden, obwohl er Peter hieß. Rollmops sticht man nach der Spargelzeit. Hm. Und die haben ja schon, was viele nicht wissen, diese Holzpieker schon, die wachsen aus den Rollmops raus. Mhm. Und wenn man Spargel sticht, dann kann es sein, dass man Rollmops erntet, wenn man zu früh dran ist.